Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Alien Isolation. Wir sind hier. Wo sind wir? Ich habe schon wieder ein paar Tage nicht gespielt. Es kommen noch viele Videos, auf jeden Fall. Ah, wir sind durch diese Züge durchgelaufen. Und wir wollen auf die Torrens, genau. Und ja, ich freue mich, wie ihr sie eingeschaltet habt bei Neosuit und Alien Isolation. Und ja, wir gehen alles im Bach runter. Und wir versuchen einfach nur zu entkommen. Hier sind wir reingekommen, oder? Sind verschiedene Punkte. Sind das die ganzen Aliens, die ganzen Leute? Man weiß es nicht. Wir gehen jetzt mal weiter. Hier waren auch Facehugger unterwegs. Wir haben ein bisschen Feuer. Ah ja. Bin ich hierher gekommen? Das kann ich mich noch erinnern. War ich hier? Bin ich hier am Facehugger gestorben? Ah, dieses Krabbel macht einen ja irre. Verwirrt. Ich hätte mir noch mal die letzte Folge angucken müssen, verdammt. Okay. Und nach unten? Alles klar. Nee, hier da. Oh. Nee, hier waren wir auch schon mal. Ja. Okay, wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Ist hier auch Aliens? Raumfahrtterminal geradeaus gibt es einen Speicherpunkt. Den können wir erstmal machen. Notfallschleuse. Also bin ich erstmal schneller. Ich kriege hier nämlich Schaden. Feuer. Hier kann ich nicht abspeichern. Hier kommen wir raus. Oder? Haben wir doch schon. Okay, komm. Ja, ganz behutsam. Jetzt raus hier. Okay. Uiuiuiui. Hier runter? Ich schätze mal. Ist das die Torrens? Uiuiui. Könnte sein, dass das die Torrens ist. Das war ganz schön groß.
Problem. Ich habe, also erstmal, ich kann, also erstmal speichern wir hier, das ist schon mal gut. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wir haben keine Waffe, wir könnten uns also gar nicht wehren. Ich würde sagen, das ist die Torrance. Wir laufen hier am Weg runter. Stationswartung, unteres Deck, entriegeln Sie die Torrance. Und wenn jetzt nicht alles schief ging, es kann natürlich sein, dass jetzt hier so ein Alien aufgesprungen ist, müsste die ja auch noch sauber sein, die Torrance. Aber gut, es wäre ja auch kein Alien-Spiel, wenn das einfach so funktionieren würde. Alles klar, und hier sollen wir jetzt lang. Oh Gott. Ob hier einmal was funktioniert, das glaubst du doch selber nicht. Jetzt noch die Treppe hoch. Das ist der Gasriese. Und was werden wir hier oben sehen? Was ist mit dem Viech? Es wartet nur. Ja, was mache ich denn da jetzt? Warte, dass wir die Torrance öffnen. Und dann geht der Mist weiter. Wir müssen es irgendwie schaffen, da reinzukommen und das Alien reinzulassen. Achso, jetzt muss ich hier noch was drücken. Okay, die legt dann ab. Nein. Das ist ein zweites. Leute. Und jetzt? Aktivieren. Also diese Aliens da machen mich aber schon ein bisschen nervös. Ich weiß nicht, was ihr da jetzt genau macht. Das ist irgendwelche Sprengsätze. Oder was? Nee, das wird ja kein Sprengsatz sein, das macht ja keinen Sinn. Ist das hier, um irgendwas zu... Eigentlich geht es ja uns in Regeln. Eigentlich wollen wir ja die Torrance aufmachen. Aber eigentlich wäre es ja... Oder meinen Sie mit den Regeln so abkoppeln von der Station? Eigentlich wäre es ja klug, wenn die Torrance erstmal ein Stück weit wegfliegt.
genau so, wa? Nein! Hau ab! Dass die Sevastopol auf den Gasriesen gestürzt. Aber ich wette, irgendein Vieh hat da noch überlebt. Jetzt gäbe es auch. Verlaine, ich bin auf meinem Weg zur Brücke. Jetzt gäbe es da irgendwie ein Happy End, das glaubst du ja selber nicht. Treffen Sie Verlaine auf der Brücke. Ach, ist das schön wieder hier. So, erstmal umziehen. Nee. Verlaine? Oh mein Gott. Runter. Was soll ich jetzt machen? Links. Rechts. Drücken. Jetzt sind wir raus im Weltall. Nein. This is Ripley. Das war's. Mensch, das war... Also auf jeden Fall hat es mir sehr gefallen, das Spiel. Nur irgendwie das Ende so... Naja, so ein typisches Alien-Ende. Aber irgendwie hat man sich ja doch gewünscht, so. Man fliegt da mit der Torrance weg und alles ist gut. Aber das ist wohl nie so bei so einem Spiel.
Auf jeden Fall ja sehr interessant, auch von der Musik her. Auch interessant, da haben sie jetzt Lieder genommen von 1979. Ganz alten Sachen. Und auf jeden Fall ja, ein sehr intensives Spiel fand ich. Mit ja, einigen Schockmomenten, aber ich muss auch sagen, wie ich das Spiel jetzt Anfang so gespielt habe, habe ich es ein bisschen anders vorgestellt, weil ich dachte mal, es ist vielleicht irgendwo so auf der Basis und nicht so immer in dem eigenen Levelbereich, sodass man das Gefühl hat, okay, jetzt ist man im Bereich, wo es auftaucht und in manchen Bereichen wusste man dann, okay, hier ist es eh nicht. Es hat dann schon ein bisschen so den Effekt ausgenommen, dass man sagt, okay, wir sind hier wirklich auf einer Basis mit einem Alien, sondern man hatte dann schon das Gefühl, okay, jetzt sind das bestimmte Levelbereiche. Das war ein bisschen schade, weil am Anfang hatte ich diese Illusion noch, dass ich gedacht habe, okay, wir sind hier auf der Station und irgendwo ist das Alien, das kann jederzeit kommen. Nee, man hat immer schon gewusst, okay, jetzt ist das Alien gerade präsent und halt nicht. Ja. Und das war dann noch ein bisschen immer nervig. Also Gefühl hat sich auch ein bisschen anders angefühlt, wie würde ich sagen, als so ein Alien, das ständig da immer an der gleichen Stelle patrouilliert. Die KI wurde ja sehr hoch gelobt, so von dem Alien. Und ja, es fand ich blöd, keine Frage. Aber es hat halt vor allen Dingen so auf Geräusche einfach reagiert. Und ich habe halt auch gemerkt, so wenn ich mir Aufnahmen angucke, ich würde es auch alles gerne mal nochmal so 60 Frames aufnehmen. Also ich werde jetzt nicht nochmal das Let's Playen, aber so generell auch so für weitere Projekte. Und ja, das wäre auf jeden Fall von Sega Europe Limited nochmal so eine Sache. Also ich brauche unbedingt einen neuen Rechner, dass wir das alles noch ein bisschen flüssiger sehen können, dass ich euch das in 60 Frames pro Sekunde halt anzeigen kann. Ja, da gibt es noch einiges an Verbesserungspotenzial. Aber so grundsätzlich war das jetzt mein erstes größeres Let's Play. Wir hatten ja Storyboard My Uncle, das war ein bisschen kleiner. Und ja, ich hätte auch gedacht, ey, in Isolation ist ein bisschen kürzer. Aber am Ende habe ich jetzt, glaube ich, doch über 20 Stunden gebraucht. Und ja, das war wirklich eine spannende Erfahrung. Mal schauen, ob es noch ähnliche Spiele gibt. Und könnte ich mir nochmal gönnen. Auch wenn ich vielleicht nicht so die Schleicherei mag, muss ich mir mal gucken. Vielleicht gibt es auch nochmal so einen schönen Horror-Shooter. Damals 4 war ja auch mich auch sehr geprägt. Der erste 4 Teil. Müsste ich mal schauen, was es noch so Aktuelles gibt. Aber ansonsten, ja. Noch sehr schön, wie sie mit den Lichtern gearbeitet haben im Spiel. Signing off. War schon auf jeden Fall eine runde Sache. Ich hoffe, ich habe jetzt auch jedes Item mal wirklich benutzt, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Die Leuchtfackel hatte ich. Naja, nicht wirklich gegen Gegner eingesetzt. War eigentlich wunderbar, habe ich am Ende ja doch schon einige Items benutzt. Was ich auch super beeindruckend fand, war diese Zwischenpassage, wo sie dieses alte Raumschiff gefunden haben. Ich hatte irgendwann letztens mal in die alten Filme reingeschaut, da war das genau auch so. Also haben sie es direkt nachgebildet. Das war schon sehr eindrucksvoll. Eigentlich da hätte ich mir auch noch ein bisschen mehr auch gewünscht, oder wäre halt auch nochmal cool, wenn man so ein bisschen dieses Feeling hat von Prometheus. So auch. Ja, da kommt man auf so einen fremden Planeten, erkundet den,
Irgendwer aus der Crew wird halt irgendwie krank. Und dann beginnt das vielleicht zum Beispiel, dass man noch ein bisschen stärkere Bindung vielleicht auch zu den Teamkameraden so aufbaut. Weil irgendwie waren die jetzt immer alle nur so kurz da. Ja, auch selbst am Anfang hieß er Alex oder so. Axel hieß er, glaube ich. Der hat das halt auch noch ein bisschen begleitet und dann hat sie ihn halt erwischt. Und halt auch so, was weiß ich, der Sheriff war dann auch irgendwann einfach weg. Ricardo auch, glaube ich. Der war auch einfach nur, da war dann plötzlich ein Facehager. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, das ist dann auch ein bisschen schade. Ich frage mich, ob hier noch nach den Credits was kommt. Animation. Director, Producer, ganz Animationsteam. Ja, das Alien war auch schon schön animiert. Ich fand auch, na gut, diesen Schwanz von dem Alien, das haben sie ja physikalisch so ein bisschen nachgebildet. Aber so die Killcams, oder nicht die Killcams, sondern wie das Alien quasi einen dann auch umgelegt hat, da gab es, da haben wir auch nicht alle Varianten so gehabt. Ich habe auch andere Videos gesehen, da. Wenn man wegläuft, gab es noch eine andere, oder wenn man im Lüftungsschacht so krabbelt. Das haben wir alles gar nicht so gesehen. Aber doch, so ein bisschen mehr Finale wäre, oder ich weiß nicht, ob ich da so verpasst habe, wäre halt noch so cool gewesen. So, man fliegt dann noch dem weg und macht dann vielleicht noch so ein paar Quick-Events. Und dann entkommt man doch. Und nicht einfach zack. Also es gab ja Quick-Events, aber irgendwie noch ein bisschen. Da vorher war halt wirklich größere epische Momente, wo sie es auch so inszeniert haben. Und irgendwie sowas ähnliches hätte ich mir fürs Ende erhofft. Oder dass es nochmal, es gab ja auch so eine größeren Aliens. So eine stärkeren. Ich weiß nicht, ob, was es eigentlich mit denen auf sich hatte. Das war, glaube ich, bei, das war das Alien vs. Predator. A special thanks for creating the Alien universe. Ridley Scott. Ja. In abandoned. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Universum, sehr mysteriös und bin gespannt auf den dritten Film. Auf der Station, ja. Tja. Okay. Ja, da war das vielleicht gar nicht so die lange Folge. Mit dem Finale. Mit dem Ende. Und ja, ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Ich guck mal, weiß nicht, ob ich mir hier noch die anderen Extras und so anschaue. Was gibt's hier noch? Mitwirkende, okay, das haben wir ja. Dann gibt es ja hier noch diesen Überlebensmodus. Ja. Ah ja. Und dann hat man hier Amanda. Oben zum Haus stellen sie unterwegs den Strom. Jetzt zwei Kühlkarten sammeln, Systemkarten. Ein Treppenhaus abriegeln. Set wählen. Tasten bewegen. Okay, man hat nur eine Herausforderung, die muss man dann schaffen. Und das hier sind die Zeiten. Das sieht ja auch irgendwie ein bisschen gescheatet aus. Okay. Naja, ja, das machen wir jetzt nicht. Oh. Stop. So. Das ist F-Filter. Okay. Überlege ich mir noch, ob ich das mache. Ansonsten, ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen.
Falls ja, lasst ein Abo da, ein Like oder wie auch immer. Und ja, wir sehen uns bei anderen neuen interessanten Projekten. Und bis dahin, dann euer Neosot.